City Life. Die HR gegen den FC St. Gallen gibt es den ersten Saisonsieg in der Super League für den FC Zürich. Zürich Live-User haben das im Vorfeld schon gespannt gehabt, haben einen knappen Sieg vorausgesagt. Der FCZ gewinnt mit 2:1 nach den Expected Goals einen verdienten Sieg. Der FCZ hat die besseren Chancen gehabt, auch wenn St. Gallen mehr Abschlüsse auf seiner Seite verbucht hat. Der FCZ zusätzlich noch mit den Haufen Grosschancen im Ansatz, die leider nicht richtig rausgespielt worden sind. Ähnlich hat das auch der Simon Sohm nach dem Match gesehen. Nein, heute haben wir extrem gut am Spiel gewesen, auch reingekommen, viel Zug gehabt. Wir hätten auch locker können noch 2-3 Goal mehr schiessen, aber ja, schlussendlich ist eigentlich nur der Sieg wichtig. Das Gegengoal dann ein bisschen unglücklich, kurz nach dem 1:0, Domjoni und Marquesano gönnen vor dem eigenen Strafraum einen Ball, könnten einen ganz schnellen Konter fahren, Schiedsrichter pfeift aber Freistoß, ein bisschen härteren Entscheid. Der Gürtler ist eigentlich mit seinem Fuß in Domjoni sein Bein hineintrampelt und hat dort sich eigentlich fast selber zu Fall gebracht. Dann in der zweiten Halbzeit die gelb-rote Karte gegen den ehemaligen FCZ-Junior Miro Muheim. Der FCZ hat aber erneut eigentlich nicht zurechtgekommen mit dieser Situation, mit dieser Übersaal-Situation. Aus der ist dann die gelb-rote Karte gegen den Mirlind Cruesio entstanden. Der FCZ hat allerdings auch schon gegen Xamax bei 10 gegen 10 getroffen. Und unser Experte Don Ursulo war eigentlich während der Übertragung gegen uns froh gewesen, dass der FCZ nicht hat müssen in Überzahl spielen. Also Don Ursulo, du bist gegen St. Gallen Experte gsi bei Zürich Live. Es hat dort ein Match gegeben, wo unüblich nicht so viele Torchancen gegeben hat. Unüblich, weil sonst FCZ gegen St. Gallen häufig viele Torchancen gibt. Aber der FCZ ist zum dritten Mal hintereinander, hat er mehr Expected Goals gehabt als der Gegner. Und gegen Sion und Xamax hat es nicht zum Sieg gelangen, gegen St. Gallen schon. Ist es für dich ein verdienter Sieg gewesen für den FC Zürich? Ich glaube, über die gesamten 90 Minuten kann man um einen verdienten Sieg reden, oder? Obwohl man in den letzten 15 Minuten hat natürlich noch ein bisschen zittern, oder? Da hat sich noch ein paar Großchancen erschaffen, haben ein bisschen Druck gemacht und das Zittern in den letzten 10 Minuten, das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Und hätte man eigentlich auch können verhindern, wenn man die grossen Chancen in den letzten 15 Minuten, wenn man die eine von denen drei, die man etwa hatte, gemacht hätte. Genau, zum Konter ist man dann viel gekommen in dieser Phase und das auch unter anderem, weil man 10 gegen 10 gespielt hat. Zuerst ist man wieder in Überzahl gewesen, kurze Zeit ist es fast besser gewesen, dass der Mirlin Cruesio auch raus ist, damit der FCZ nicht wieder muss in Überzahl spielen und ein bisschen mehr Platz hat auf dem Platz. Also ich glaube, in erster Hinsicht mal psychologisch, oder, ist das quasi ein Plus gewesen, als man 10 gegen 10 war, dann hat man das nicht mehr im Rücken gehabt, wieder quasi der Vorteil auf dem Papier, oder? Und man hat auch gemerkt im Stadion, es ist eigentlich richtig so ein Raunen durch das Stadion gegangen, aber so ein befreites Raunen, oder? Also ich glaube, dann wirklich 80% sind so wie ich auch fast froh gewesen, oder? Als man wieder gegen 10 gegen 10 gespielt hat. Und mit 10 gegen 10 ist, wie du sagst, gibt's mehr Räume für die offensiven Spieler, für die schneller Spieler, und das ist uns dann eigentlich auch entgegengekommen, oder? Ausser halt dann, auf den letzten paar Metern, weil wir es einfach nicht reingemacht haben. Der Gegner, St. Galler, hat nach dem Spiel ein bisschen davon geredet, dass sie nicht so gute Leistung gebracht haben, nicht so gut, wie sie gegen IB gespielt hat im Spiel vorher, am Wochenende. Hast du das auch so gesehen, dass St. Galler nicht so gut gespielt hat wie üblich, oder ist doch eher am FCZ gelegen, dass es am Schluss zum Sieg gelangt hat? Also eben im Vorfeld hast du ja auch ein bisschen von einem starken St. Galler geredet, oder? Und das hat sich eigentlich nicht bewahrheitet jetzt in dem Spiel, oder? Also ich hatte ja auch immer ein bisschen schwächer gesehen, weil vor allem taktisch sind sie irgendwie, haben sie das Konzept wahrscheinlich nicht können umsetzen können und sind immer 2-3 Schritte zu spät gewesen, schon im Mittelfeld oder im Pressing. Also sie sind immer ein bisschen an unseren FCZ hin und her gerannt und immer eigentlich
harmlos. Buenas noches, Maes in Costa Rica y Maes, muchos saludos, lo extraño mucho y nos vemos pronto, sí? Adios. Mirlin Kruesiu schaut, spielt einen hohen Ball vorne Richtung Staffel Grenze. Sisse tut ihm schaffen, den Ball an, sofort aus der Dreieck schiessen und der Ball kommt aufs Goal. Gutes, schnelles Spiel durch die Mitte da vom FC Zürich. Beide Mannschaften haben da ein gemeinsames Element, nämlich dass sie versuchen, wenn immer möglich, One-Touch-Fußball zu spielen. Jetzt Mirlin Kruesiu rausspielt, Sisse leitet ab für den Marquesano. Marquesano auf der linken Seite spielt für die Seitenlinie entlang für den Sisse. Sisse, der Lothar, der gut gemacht vom Sisse, unten durch, jetzt die Mitte zum Mai, Mai vor dem Goal, aber er verstolpert den Ball im Strafraum rein. Das ist nicht das erste Mal, dass ihm das passiert. Jetzt wieder ein Konter FC Zürich, Sisse auf der linken Seite, wieder Mai, der in den linken Strafraum reinkommt. Jetzt schiesst er auf Spitzenwinkel, aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Immer wieder die zweite Ball, wo zum FCZ prallt. Was mir gefällt, ist, wie schnell sie versuchen umzuschalten. Dort wirklich keine fiesen Matenten machen. Kopfballverlängerung vom Lothar auf den Schönbächler. Schönbächler leitet ab auf den Domschoni. Domschoni, rechts im Strafraum, jetzt aus der Dreieck, der Marquesano! Mit dem linken Fuß schiesst über das Goal. Ja, was fehlt, ist jetzt nur noch das Goal. Also ich... Sehe es gut, es kommt gut. Eine animierte Partie, aber wenig Abschlusschancen. Wieder der Mai, der zu wenig konsequent an den Ball angeht, vor dem Strafraum. Er tut immer so ein bisschen das Füßchen rausheben und will den Ball ein bisschen so nebenbei noch ein bisschen mitnehmen, so ein bisschen wie im Ballett oder im Walzer tanzen. Aber das, im Fußball hast du noch einen Gegner auf dem Platz und da kann man sich das nicht erlauben. Omeragic, Domjoni. Der Ball gut, behalten, jetzt Flanke reinbringen, Marquesano mit dem Kopfball an den nächsten Posten. Aber schön, technisch sein vom Domjoni. Nochmal Eckball, jetzt geht Nummer 3, Popovic bringt ihn nochmal in den nächsten Posten, Kopfball und wird abgelenkt. Wieder Kopfball vom Sisse. Mai läuft mit, schön Zusammenspiel mit dem Sisse und jetzt der Mai, der links im Strafraum reinkommt. Mai mit dem Ausrist in die Mitte. Goal! Herrlicher Treffer vom FCZ, herrlich rausgespielt. 28 Meter, Ball von Pochettino, aufs Goal, ui, der ist rein. Direkter Freistoß. Yeah. Man kommt einfach immer so Sonntagsschüsse über vom Gegner. Wirklich jetzt schon der vierte. Und der Mai wieder schlechter Pass. Wieder ein ungenauer Pass von Karabatze Richtung Mahi. Ist immer das Gleiche dort auf der linken Seite. Das ist ein Problem für den FC Zürich. Marquesano gefällt mir gut, ist sehr aktiv, sehr agil, sehr lauffreudig. Und jetzt schön, wie hinten raus spielt und geht vorbei, wird er gestoppt und das gibt wieder Geil gegen den Muheim, sein Gegenspieler. Und hat schon Geil gehabt, darum Geil-Rot. Im fünften Spiel, zum dritten Mal in Überzahl. Jetzt aber der Corner und Domjoni mit der Direktabnahme. Wieder ein guter Corner vom Popovic. Jetzt Milik Kruesiu. Doppelpass dort mit dem Popovic. Das geht jetzt auch Geil. Geil-Rot gegen den Mirlin Kruesiu. Okay, gut, das ist fast besser für uns. Jetzt Mai, zentral, hat den Platz, ist aber nicht so schnell, spielt auf die Rechtsseite zum Popovic, steht direkt auf der Sisse, gut gemacht! Und Sonder scheitert! Amstojanovic, riesige Chance! Nathan schiesst der Kitty an die Hand, das Spiel läuft weiter, Vorteil FC Zürich, Domjoni durch die Mitte. Rechts läuft der Mai, kommt jetzt der Ball rüber. 4 gegen 4. Mai, Domjoni mit der Brust angenommen, der Ball leitet in die Mitte. Und Mai, und Goal! 70. Minute! Timo Mai! Dieser kann sich links durchsetzen, stoppt den Ball, aber der hat Angst vor dem Omeragic. Wirklich. Also, und der Omeragic ist ein 18-Jähriger, der hat sich schon ziemlich Respekt verschafft dort auf seiner rechten Seite. Also, jetzt. Jetzt hat Costanzo oder Quintilla? Costanzo läuft da, der Ball abfischt! Und knapp am Pfosten vorbei! Glück für den FC Zürich! Kutesa gegen Omeragic, Kutesa kommt an die Grundlinie durch, Flanke kommt rein, Achtung, dort aus dem Hinterhand, aber der Brecher wehrt ab und dann nochmal der Nachschuss und der Brecher erneut auf dem Posten. Karabatze hebt schon Term und in dem Moment pfeift der Schiedsrichter Fedaisan ab. Das ist der erste Saisonsieg. Zu dem Thema, wo wir genau drauf eingehen heute, da zu dem St. Gallen-Match das erste Thema, ein paar taktische Feinheiten, die wir anschauen, dann wie üblich die Leistungsbewertung und am Schluss noch ganz kurz das Offensiv-Defensiv-Profil der Spieler vom FCZ bis jetzt in dieser Saison. Zur Taktik, gegen St. Gallen wie üblich hat es recht viele Räume gegeben im Mittelfeld. St. Gallen ja die am wenigsten kompakte Mannschaft in der Super League. Es hat am Anfang recht viele höhere Bälle gegeben, beide Richtungen.
Bei so einem weit auseinanderzogenen Gegner wie St. Gallen ist es noch effektiver natürlich als sonst, wenn man kann lokale Überzahl schaffen kann. Das hat der FCZ zum Beispiel in der 20. Minute exemplarisch gemacht bei einer Torchance, gute Torchance von Tonino Marquesano, wo der Popovic und der Domjoni beide auf die gleiche Seite verschoben haben. Dadurch hat der FCZ können durchkombinieren gegen die Grün-Weißen. Gegen den FC St. Gallen sind dem FCZ zum ersten Mal endlich Kontergoal gelungen und das gerade zwei. Einerseits wegen Fehler von St. Gallen, wo doch nicht immer so sattelfest war im Passspiel. Andererseits auch hat man gut antizipiert beim 1-0 einen schnellen Konter, nachdem St. Gallen einen Freistoß schlecht ausgeführt hat in der Zürcher Hälfte. Schönbecher und Moragic haben den abgefangen. Dann im Gegenstoss der Hefti und auch der Lothar, die zu wenig konsequent reingegangen sind und der FCZ das 1-0 können schiessen. Beim 2-0 in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise beim 2-1, hat der Ruiz und der Quintilla den Ball verloren, der Nathan gut antizipiert, die Mitte war offen gewesen, Dom Joni und Mai mit dem doppelten Doppelpass und das Delgio hat es im Strafraum nicht mehr geschafft, richtig einzugreifen. Dann wirklich speziell war es bei 10 gegen 10. Der Lydio Magna ist Risiko gegangen. Statt dem üblichen 4-4-1 hat er ein 4-3-2 aufgestellt. Hat unbedingt die 3 Punkte wollen, hat gewagt und hat gewonnen. Man sieht das auch hier im Bild. Zum Beispiel auch ein sehr hohes Pressing bei 10 gegen 10 in der gegnerischen Hälfte mit 6 Mann. Zum Schluss beim Thema Taktik, vielleicht ein Lieblingsthema, nämlich Eckball defensiv. Speziell bei St. Gallen ist da, dass sie sehr wenig Männer im gegnerischen Strafraum haben. Beim Peter Zeidler, das ist auch schon vorher am so gewesen. Und der FCZ hat auch darauf reagiert, dass er jetzt gegen St. Gallen anstatt der üblichen Manndeckung Raumdeckung angewendet hat. Kommen wir zum zweiten Thema, Leistungsbewertung. Da hat es wieder sehr, sehr unterschiedliche Leistungen gegeben. Grosse Leistungsunterschiede innerhalb von der Mannschaft, vom FCZ. Obwohl es insgesamt ein guter Auftritt war gegen den FC St. Gallen, war noch lange nicht alles Gold, was glänzt. Und da müssen wir wieder zum Thema Mimoun Mahi kommen. Gemäss Michael Fritschi vom Teleclub ist er der beste Mann auf dem Platz gewesen, oder sei er angeblich der beste Mann auf dem Platz gewesen. Ja, er hat an beiden Goals einen sehr wichtigen Anteil gehabt, aber der Rest vom Spiel ist das wirklich haarsträubend gewesen. In sehr vielen Szenen, all paar Minuten, schludrige Fehlpässe, verstolperte Bälle. Er schafft nicht nach hinten, wenn er sollte. Er ist zu nonchalant am Ball, sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive. Lässt der Gegenspieler einfach einen halben Meter an sich vorbeiziehen, ohne dass er eingreift. Verhindert auf nonchalante Art die Flanke vom Gegner nicht. Er hat einen kürzeren Weg zum Ball, läuft aber nicht entgegen. Bälle, die er verspringt, in allen Teilen vom Spielfeld. Er köpft den Ball, wenn er dann mal im eigenen Strafraum ist, schlecht weg. Verliert Laufduell in der Offensive, wo er eigentlich müsste schneller sein. Und wie man im Bild sieht, auch eine Szene, wo er den Ball nicht kontrollieren kann. Das hat man schon häufig gesehen in dieser Saison, dass er in sehr wichtigen Situationen, gerade im gegnerischen Strafraum, wo er zum Beispiel einmal hätte können, wirklich direkt vor dem Goal in Stavrum Stojanovic, hätte er den Ball nicht richtig können annehmen. Das ist ihm schon häufig passiert in dieser Saison und das für einen Spieler, der als technisch stark gilt, muss man sich fragen, liegt das an der Technik, ist er doch nicht so stark technisch oder irgendwie ist das ein Kopfproblem, wenn er in den Strafraum hineinkommt, dass er dann ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommt, allein vor einem gegnerischen Goalie. Dann noch eine weitere Szene, ein weiteres Bild, wo man schön sieht, Mahi, der könnte den Karabatze anspielen, der freie Bahn richtig Goal hat. Der Karabatze ist dort quer gelaufen und hat während langer Zeit bei dem Querlaufen nicht im Offside hineingestanden. Mahi hat ihn aber einfach nicht gesehen. Er ist zu umständlich beschäftigt mit sich und den Böllen und dann war auch die Chance vorbei gewesen. Der Mimoun Mahi rein von der Punktzahl her eigentlich mit einer Note unter 1 sogar. Aber dank dem, dass er zweimal sehr schön an der, bei der Goalbeteiligung war, gibt es einen kleinen Aufschlag für ihn, also eine Note 2. Den Aufschlag gibt es nicht für den Denis Popovic, der wirklich eine unterirdische Punktzahl erreicht hat in diesem Match. Seine Eckbälle waren zwar teilweise okay gewesen, aber sehr viele grobe Fehlpässe lassen sich zu einfach austanzen von den Gegenspielern.
im Mittelfeld oder auch hinten steht bei den gegnerischen Angriffen im Schilf, ist immer noch nicht ready, nachdem er ein bisschen spät in die Vorbereitung reingegangen ist. Vor allem baut er immer noch im Verlauf der zweiten Halbzeit relativ früh schon ab. Es sieht dann so ein bisschen aus, als würde er gar nicht mehr richtig auf dem Platz stehen. Er ist dann mit seinen Gedanken ganz bei sich, kann nicht mehr richtig mitheben. Und in der Schlussphase ist es ganz extrem gewesen, in der 89. Minute bei einer Szene, wo er einfach irgendwo gedankenlos irgendeinen Ort zurückgelaufen ist, von der Offensive auf eine Seite, wo er ganz sicher nicht angehört hat. Er hat seine Position im Zentrum vor dem Strafraum sträflich freigeladen. Costanzo ist dort zu einer riesen Chance gekommen. Zum Glück hat der Costanzo dort den Ball nicht richtig getroffen. Sonst hätte es déjà vu gegeben, wie gegen Xamax am Schluss noch ein 2:2. Verbessert hingegen der Hassan Sisse. Er hat physisch viel besser gewirkt, viel präsenter als in den letzten Partien. Und er hat wirklich die höheren Bälle, zum Beispiel vom Janik Brecher, immer sehr gut weitergeleitet. Toni Domjoni, wie üblich, stark. Mit wiederum sehr vielen Ballgewinnen im Mittelfeld. Er tut sich immer wieder zusammenschliessen mit anderen Spielern. Häufig in letzter Zeit mit dem Tonino Marquesano, die zwei zusammen haben für den einen oder anderen Ballgewinn gesorgt und damit das Spiel immer mehr auf der Seite können ziehen. MVP ist dann auch das Mal wieder der Tonino Marquesano nach dem Auswärtsspiel in Luzern. Er profitiert dabei aber auch davon, dass er in der 76. Minute ausgewechselt worden ist, weil kurz vorher, in den letzten 2, 3, 4 Minuten vor seiner Auswechslung, hat er doch wieder ein bisschen angefangen abzubauen. Das ist meistens bei ihm so, dass er nicht 90 Minuten auf seinem Niveau kann durchheben. Für ihn hineingekommen ist der Simon Sohm das Mal wirklich mit dem nicht sehr gelungenen Auftritt. Ihm ist so ziemlich alles misslungen. Zum Glück ist sein Ablenker, der in der Mauer gestanden ist, beim Freistoß von Costanzo knapp am Pfosten vorbei. Dort hat er nicht so viel können dafür, aber vorher und nachher ist er einfach ziemlich im Schilf gestanden. Seine Positionierung ist schlecht gewesen. Der Auftritt ist in die Hose. Wirklich stark gegen St. Gallen war die Innenverteidigung gewesen, abgesehen von dem Quackler vom Melin Cresio, der zu dieser gelb-roten Karte geführt hat. Er ist sonst immer sehr nah dran, vor allem am Cedric Itten. Der war praktisch abgemeldet gewesen, man hat ihn überhaupt nicht gesehen, der beste Stürmer vom FC St. Gallen. Merlin sehr selbstbewusst. Der Umaru Bangura, ganz stark in der Angriffsauslösung, in dem Bereich wird er immer besser. Es fällt vielleicht auf den ersten Blick nicht so auf, aber der Bangura tut immer sehr schnell den Ball führen spielen und trotzdem sehr präzise. Und das aus dem Spiel raus, im Bedrängnis, eigentlich noch in der Defensivszene, macht er gerade direkt die Offensivszene draus und spielt den Ball gefährlich nach vorne. Auch aus Standardsituationen aus Freistössen, zum Beispiel aus der Abwehr raus oder aus dem Mittelfeld, spielt er sehr gute und vor allem schnelle Bälle nach vorne, die dann auch noch präzise sind. Das ist sehr eine gute Waffe im Moment für den FC Zürich. Der Nathan, der dann reingekommen ist am Schluss, ist natürlich der absolute Defensivspezialist, der Fighter. Er hat seine erfolgreichen Tacklings gebracht und hat per Kopf einfach alles rausgehauen. Zum Schluss noch eine kleine Übersicht in Hinsicht Offensiv- und Defensivprofil von der Mannschaft, um ein bisschen zu schauen. Aufgrund der Daten von Zürich Live in Hinsicht Top-Offensiv- und Top-Defensiv-Aktionen, welche Spieler tragen mehr zur Defensive oder mehr zur Offensive bei, bis jetzt in dieser Saison, bis und mit St. Gallen-Spiel. Der Marco Schönbächler ist der, der am meisten Top-Offensiv-Aktionen hat. Toni Domjoni und der Nathan haben am meisten Top-Defensiv-Aktionen von der ganzen Mannschaft bis jetzt. Der Nathan und Omeragic sind sozusagen das defensive Gewissen. Sie sind ganz klar defensiv orientiert und ganz klar mehr defensive Top-Aktionen als offensive. Interessant, dass auch im Hinblick auf die rechte Verteidigerposition dort das Duell ja zwischen dem Omeragic und dem Brito. Omeragic also eher defensiv stärker, wenn man diesen Daten von uns von Zürich Live wird glauben. Und Innenverteidiger Bangura ist der am offensivsten orientierte Innenverteidiger, haben wir ja vorher gehört, gerade
gegen St. Gallen speziell gut, wie er da immer wieder die Angriffsauslösungen gemacht hat. Da hat er sich auch wirklich verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Interessant, Yannick Brecher, er hat fast die Hälfte von seinen Top-Aktionen in der Offensive. Er mit relativ wenige Top-Defensiv-Aktionen. Einerseits hat er in gewissen Spielen gar nicht so viel zu tun, andererseits ist ihm noch selten wirklich so ein richtiger Big-Save gelungen. Gegen St. Gallen hat er die ein oder andere einigermaßen spektakuläre Parade gehabt, aber auch die Paraden waren solche, die man eigentlich von ihm hätte erwarten können, dass er die hebt. Der Freistoß von Quintilla war allerdings nicht so einfach zum Heben und ist darum auch reingegangen, vor allem wegen der Schärfe vom Schuss in nahe Ecke. Da wären vor allem Goalies von der Körpergröße von Yannick Brecher nur sehr wenige angekommen. Da wäre es ein Vorteil gewesen, als kleinerer Goalie hätte er können den Ball wahrscheinlich früher holen, weil er dann viel beweglicher und schneller drinnen gewesen wäre. Und der Ball ist auch nicht absolut sehr präzise geschossen gewesen, dafür eben sehr scharf. Offensiv der Hassan Sisse und der Schönbächler Marco und der Benjamin Cololli, das sind die drei, die am meisten offensiv orientiert sind und im Umkehrschluss defensiv am wenigsten können beitragen zur Mannschaftsleistung. Relativ gesehen interessant da auch noch der Denis Popovic, der auf der 6. Position spielt, aber zwei Drittel von seinen Top-Aktionen sind offensiv.